Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Nach meiner Tiny Make-Up Challenge gibt es jetzt genau das Gegenteil, the bigger, the better. Also wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen die größten Produkte aus meinem Vorrat zu verwenden, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Es wird in diesem Video mal wieder auch eine Verlosung geben, was es zu gewinnen gibt und was du dafür tun musst, kommt alles im Laufe des Videos, also ne, sei einfach gespannt und ja, ich habe mir tatsächlich die entweder größten Produkte von der Verpackung herausgenommen oder mit dem größten Inhalt und ja, eigentlich hauptsächlich die, die halt den größten Inhalt hatten. Und wir fangen jetzt einfach mal an mit dem NYX First Base Primer Spray. Das ist dieses hier oder NYX, sagt man glaube ich. NYX oder NYX, sag mal. Schreib mir das mal unten in die Kommentare, ob du NYX das aussprichst, also N-I-X oder NYX, N-Ü-X. Genau, hier sind drin 60 Milliliter. Das ist ziemlich viel, denn normalerweise hast du in Primern so 30 bis 50 Milliliter maximal. Und ja, jetzt soll man aufsprühen, ne? Ja, relativ feiner Sprühnebel. Ich finde aber, das ist halt, also ich mag das Produkt nicht so unheimlich gerne, weil ich finde das so wenig irgendwie. Normalerweise, wenn ich einen Primer drauf mache, weiß ich nicht, habe ich halt auch ein Gefühl von irgendwas und nicht so einfach nur Feuchtigkeit. Das ist sehr merkwürdig, aber gut, wird verwendet. Alles gut, vielleicht cremig. Übrigens nicht wundern, das hier ist eine Sonnenallergie. Die bekomme ich immer mal wieder, wenn es so, ja, Richtung Frühling, Sommer geht, ne? Und jetzt sind die ersten Sonnenstrahlen rausgekommen. Wir waren im Garten und ja, dann macht sich das immer bemerkbar. Ja, der Primer zieht unheimlich schnell ein und macht ungefähr nichts auf meinem Gesicht. Also das ist für mich jetzt nicht so ein Produkt, wo ich sage, kabuff, mega geil. Also irgendwie, ich habe ihn halt da, ich verwende ihn, aber es ist für mich kein absolutes Must-Have. Ein Produkt, was ich hier habe, was meine größte Foundation tatsächlich ist, ist hier von YesStyle Snail Repair Intensive BB Cream und die hat einen Lichtschutzfaktor von 50+. Und das finde ich richtig toll. Das ist jetzt die Farbe 23, das ist von Mizon oder Mizon. Und das ist eigentlich nur eine BB Cream. Ich nehme die jetzt natürlich, ja, nicht mit meinen Fingern auf. Also eigentlich könnte man das machen, aber irgendwie habe ich da heute nicht so Lust zu. Ich nehme diesen Pinsel und ja, das ist aus der Rival Loves Me Collection. Mache mir davon ein bisschen was auf meinen Pinsel drauf und verteile das damit erstmal in meinem Gesicht. Also den Pinsel kannst du halt nehmen für Foundation, für Puder, für alles Mögliche. Und man sieht, dass die Foundation etwas dunkel ist, aber das kriegen wir alles noch aufgehellt. Die Foundation habe ich schon ein paar Mal verwendet und ich mag die richtig gerne von der Textur her. Also ich müsste eigentlich noch ein bisschen brauner dafür werden, bräuner. Also im Sommer wird es meine absolute Foundation sein. Nicht nur wegen dem Lichtschutzfaktor, sondern auch wegen der Farbe. Die ist mir jetzt halt noch ein bisschen zu dunkel tatsächlich. Ich finde sie einfach pflegend. Irgendwie hat die irgendwas mit drin, was pflegend ist. Und für eine BB-Cream finde ich die extrem gut deckend. Und man kann die auch ganz normal im Alltag verwenden und dann halt mit den Fingern auftragen. Aber wie gesagt, heute habe ich da nicht so Lust drauf. Ich weiß nicht warum. Wahrscheinlich, weil ich die letzten Tage im Garten war und die ganze Zeit mit meinen Fingern in der Erde. Und dann habe ich heute einfach keine Lust, mit meinen Fingern irgendwo reinzugehen. Da bin ich froh, dass ich gerade nichts unter meinen Fingernägeln habe. Die Foundation macht aber einen wundervollen Glow ins Gesicht. Ja, ich sehe noch etwas dunkel aus. Wir kriegen das schon wieder hin. Ich nehme jetzt ein Oschi von Beauty Blender. Das ist hier von Luisa Crescent mit Lovia, dieser aus der ersten Generation, ihr Schwamm. Und werde das dann nochmal in mein Gesicht einarbeiten. Musst du normalerweise bei BB Cream nicht. Aber ich habe da heute einfach Lust drauf und das ist einfach warm heute. Und dann habe ich Lust, mal so ein bisschen Frische auch noch zwischendurch ins Gesicht zu bekommen. So, jetzt nehme ich etwas ziemlich Witziges, weil das passt jetzt eigentlich überhaupt nicht zusammen. Aber, ne, noch nie zusammen getestet. Von Too Faced Born This Way, der Multi-Use Sculpting Concealer. Und das ist, ja, ein Oschi. Hier sind ganze 15 Milliliter drin. Normalerweise hast du viel, viel weniger. Aber, ja, das ist natürlich auch so ein kleiner Trugschluss. So viel, wie die Verpackung vermuten lässt, ist natürlich auch nicht drin. Aber es ist trotzdem mehr als bei anderen Concealern. Teilweise hast du bei Concealern nur 5 Milliliter drin. Hier hast du ein mega Füßchen. Und heute kann ich derbe Concealer vertragen. Und dann nehme ich mir einfach diese abgeschrägte Seite und arbeite das entsprechend in die untere Augenpartie ein. Der Schwamm ist übrigens in der Theorie ganz cool, aber wenn du so präzise damit arbeiten willst, das funktioniert recht überhaupt nicht. Ich finde den Concealer so ganz gut, gefällt mir wohl.
kann jetzt nicht unbedingt gegen den von den Löscher anstinken, den ich jetzt auch sehr, sehr gerne verwende, um ehrlich zu sein, weil er mir dann doch etwas schneller in die Fältchen rutscht, als es der Löscher tut. Aber ja, ich mag ihn trotzdem. Jetzt eigentlich ein bisschen zu dunkel, aber mit der Foundation zusammen funktioniert das. Wir werden das Ganze jetzt einmal setten. Da habe ich hier von Catrice das Glow Illusion Loose Powder. Da sind ganze 11 Gramm drin und das ist ganz schön viel. Translucent Radiance ist das. Ein Fixing Powder. Und das hat hier so Löcher drin. Das ist leicht eingefärbt und man kriegt es nicht so leicht raus. Ich nehme jetzt einfach so einen etwas kleineren Pinsel. Das ist eigentlich eher so ein Face Pinsel. Und setze damit meinen Concealer unter meinen Augen. Wie gesagt, man kriegt es nicht so leicht hier raus. Irgendwie, ich weiß nicht, ich glaube, das Produkt ist einfach da ein bisschen zu klumpig. Wenn ich mir das so angucke, ist es halt nicht unbedingt fein. Das ist recht bröckelig, ne? Dann nehme ich mir einen fetten Pinsel von Real Techniques. Das ist der Powder Brush einfach, dieser hier. Und gehe dann hier in das Pöttchen und verteile das Puder in meinem ganzen Gesicht. Ja, so geht das, aber das ist halt schon ziemlich martialisch hier. Joa, also, ne? Ich finde das Puder an sich schön, weil das halt wirklich ein schönes Finish hinterlässt und du halt nicht so ein Cake-Face danach hast, sondern trotzdem noch so einen leichten Glow. Das gefällt mir richtig gut. Ich muss dennoch sagen, dass ich finde, dass die Verpackung furchtbar ist, weil man es halt nicht richtig rausbekommt und wenn dann halt nur mit Gewalt. Aber es macht halt wirklich, es ebnet alles schön an. Ne? Also es hat auch eine minimale und ganz leichte Deckkraft, muss ich wirklich auch dabei sagen. Das heißt, ja, ich denke, für ganz, ganz helle, eigentlich bin ich ja ganz, ganz hell, aber meine Foundation ist heute nicht ganz, ganz hell, ist es wahrscheinlich sogar ein Stückchen zu dunkel. Und für ganz dunkle Häutchen wäre es wahrscheinlich auch nichts. Soll zwar translucent sein, aber ich glaube nicht, dass es das ist. Sieht jedenfalls nicht so in meinem Gesicht aus, muss ich gestehen. Kommen wir nun zu sehr großen Produkten. Da habe ich einmal von Rival de Loop Young den Superfruits Bronzer. Den habe ich von der lieben Jana mal in einem Tauschpaket gehabt. Vielen, vielen Dank dafür. Richtig geil. Ist sehr ähnlich zu dem von Rival Loves Me, zu dem Tropical Bronzer. Und da nehme ich mir von Catrice so einen riesengroßen Pinsel. Gehe hier rein. Und trage mit dem Bronzer wirklich großflächig einfach mal auf. Ich finde den wirklich, wirklich toll. Der hat eine tolle Textur, der halt auch wirklich, wirklich sich schön mit der Haut verbindet. Und ja, das sieht aus, als wäre das so natürlich, ne? Ist es aber nicht. Der hat einen leichten Kokosduft, ja, das muss ich sagen. Ich mag ja eigentlich nicht so gerne Kokosduft, aber bei dem Ergebnis nehme ich das einfach gerne in Kauf. Und der sieht einfach wundervoll aus. Oh, ich mag es so, so gerne. Das ist so... Hey, Claudi, warst du ein bisschen länger in der Sonne heute? Ja, ich bin auch sogar ein bisschen braun geworden. Genau so sieht's aus und ich feiere das. Mit einem sehr, sehr großen Blushpinsel aus dem BH Cosmetics Rose Quartz Pinsel Set gehe ich hier in meinen größten Blush, den ich habe. Das ist von I Heart Revolution, der Soft Shimmer Blusher Strawberry. Ich glaube, das werde ich bereuen. Aber wir gucken einfach mal, denn der ist halt enorm pigmentiert und er ist wirklich pink. Also den werdet ihr sehen. Einmal reingedippt und direkt hier, wow. Okay, der hat halt auch wirklich dann Kickback. The bigger the better ist bei Pinseln nicht immer unbedingt das Nonplusultra. Und den gebe ich mir hier auf. Der hat halt durch diese Erdbeere, die da in der Mitte drin ist, auch so einen Schimmer mit dabei. Das ist jetzt hauptsächlich Schimmer, weil ich jetzt hauptsächlich in der Mitte war. Wenn ich jetzt mehr an den Rand gehe, was mit einem Riesenpinsel nicht so einfach ist, dann kann man hier nämlich noch die Farbe etwas verdunkeln und bekommt so einen wirklich schönen Schimmerblush, den ich auch gerne mag. Das ist ein angenehmer Schimmer, das glitzert nicht, es schimmert halt einfach nur und sieht einfach frisch aus. Ja. Aber der Pinsel ist dafür leider nicht geeignet. Aber mit so einem kleinen, etwas sanfter gebundeneren Pinsel lässt er sich schöner aufnehmen und schöner verteilen. Das ist schon niedlich. Mir fällt übrigens auf, dass ich bei der Tiny Makeup Challenge eher so hochpreisige Produkte hatte von High-End-Marken oder so. Und hier Drogeriemarken. Das heißt, ja, in der Drogerie bekommst du nicht nur Produkte, die günstiger sind, sondern auch mehr Produkt. Spektakulär, diese Erkenntnis. Ja, wir haben uns nun von einem natürlichen Look vollends verabschiedet, würde ich mal so sagen. Denn dieser Blush ist nicht nur intensiv, sondern er ist halt auch sehr glowy, sehr, mag ich schon sehr gerne. Und nun nehmen wir den größten Highlighter, den ich habe. Das ist dieser hier von Revolution, der Highlighter Reloaded Just My Type. Und da haben wir ganze
10 Gramm drin. Das ist echt krass. Also, der ist riesig. Da gehe ich jetzt mit einem Highlighter-Pinsel rein. Ich klopfe das ein bisschen ab, denn die Revolution-Highlighter sind schon ordentlich. Trage ihn mir hier auf. Und er knallt, ne? Das ist halt ein Revolution-Highlighter und die sind schon sehr, sehr intensiv, finde ich. Also, das kann man nicht anders sagen. Das ist schon geil. Das ist schon nett. Okay, das muss ich hier ein bisschen abschwächen, weil das ist doch etwas eskaliert hier an dieser... Hups. Ich sehe aus wie der Blechmann. Das wollte ich nicht. Besser, ne? Ja, das ist dann doch etwas tragbarer. Ja, ja, ja. Okay, ja, wenn wir jetzt hier so vor uns hinglänzen, machen wir uns doch einfach mal die Augenbrauen. Da habe ich hier das Größte, was, also das ist von der Verpackung einfach das Größte, dieses hier von Love, das Browtitude. Das war im Adventskalender mit drin. Da hast du eine Professional Eyebrow Palette und die besteht aus einem Augenbrauenpuder, was in zwei verschiedenen Farben hier mit drin ist, eine Augenbrauenpomade. Dann hast du hier ein Augenbrauenwachs und das ist ein Highlighter, glaube ich. Genau. Ja, dann hast du hier theoretisch noch einen Former. Hier hättest du noch eine Pinzette mit dabei und auch so einen zweiseitigen Pinsel. Ich und Augenbrauenpuder, Leute. Das wird ein Spaß für 10. Ja, natürlich könnte ich auch mal meine Augenbrauen zupfen, aber das mache ich nicht jetzt, wenn ich hier ganz viel Foundation und so drauf habe. Das mache ich schön heute Abend nach dem Duschen, weil ansonsten bin ich auch ein bisschen zu empfindlich, um ehrlich zu sein. Das tut mir dann weh. Das wollen wir ja nicht. Dann nehme ich mir die etwas hellere von den beiden Farben. Die ist auch ein bisschen aschiger. Wer mich übrigens schon abonniert hat zu der Zeit, wo ich meine Augenbrauen angefangen habe zu machen und auch eine Augenbrauen-Schablone verwendet habe, der macht bitte unten in die Kommentare irgendein Blumen-Smiley. Dann weiß ich nämlich Bescheid, dass ihr schon so lange mit dabei seid. Das ist echt ganz zu Anfang gewesen. Ich habe meine Augenbrauen vor YouTube nie gemacht. Ich habe das zum einen nicht für nötig empfunden und zum anderen habe ich es einfach auch gehasst. Mittlerweile ist es schon fast meditativ. Auch wenn es nicht jedes Mal gelingt. Also das müssen wir jetzt mal kurz ehrlichkeitshalber erwähnen. Oh ja, mir gefällt auf jeden Fall dieses Natürliche, was das Puder jetzt gemacht hat. Ich gehe jetzt nochmal so ein bisschen mit der Brow Pomade drüber, aber nur ganz vorsichtig, weil ich möchte eigentlich jetzt nicht zu sehr das Ganze dunkel machen und zu sehr diese Natürlichkeit rausnehmen, weil eigentlich gefällt mir das gerade sehr, sehr gut. Ganz vorsichtig. Also sie macht es ein bisschen dunkler, aber es geht klar. Oh, ich mache die andere Seite jetzt auch mal vorsichtig. Auch noch ganz wenig rein, ne? Und jetzt mache ich mir das Augenbrauenwachs einfach zu Fixierungszwecken drüber. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Einfach mit dem Pinsel rein. Ja, das hält das Ganze irgendwie wieder auf oder nimmt es das Produkt einfach runter? Ich weiß nicht. Nee, das Wachs finde ich nicht so pralle. Denn das nimmt mir eher so mein Puder runter, was ich vorher drauf gemacht habe. Ich mache da jetzt wieder Puder zwischen, um das wieder so ein bisschen aufzufüllen, weil das hat mir da voll die Lücken reingemacht. Wobei jetzt, wo ich das Puder nachträglich aufgebe, nachdem das Wachs schon drauf ist, hält es natürlich besser. Ich muss mich, wie gesagt, echt noch an diese Geschichte rantasten und schauen, ob ich das als Alternative zu meinen Augenbrauenstiften nutzen kann und vor allem, ob ich das will. Ja, das sind ja auch die Sachen. Aber so komme ich jetzt mal wieder in den Genuss, diese Palette zu verwenden, die ich ja seit fast einem halben Jahr bei mir liegen habe. Ja, stellt mich immer mal wieder vor Herausforderungen, dieses Shop My Stash-Thema. Aber es hat jetzt schon eine ganz schöne lange Weile gedauert, bis ich jetzt meine Augenbrauen so hingekriegt habe. Ich finde sie okay, ich finde sie sehen sogar besser aus als mit dem Stift von Delilah, glaube ich, so heißt der Augenbrauenstift aus dem High-End-Bereich, den ich da ja bei Full Face, wofür habe ich den denn verwendet? Weiß ich nicht, den ich gerade in meiner aktuellen Schminkroutine-Box habe. Das gefällt mir so sogar noch besser, aber es ist schon mehr Arbeit. Aber ich habe weniger gepatzt und es ist weniger Krüppelei drumherum, sage ich jetzt mal. Lidschatten-Primer habe ich hier von Too Faced, die Shadow Endurance. Das ist diese hier. Das hat tatsächlich den größten Inhalt mit 11 Gramm von meinen, ich habe nicht so viele, aber von den Lidschatten-Primern, die ich nun mal habe. Die kommt so raus, ist leicht getönt. Und die nehme ich mit so einem großen Pinsel auf.
und verteile die. Ich finde die ein bisschen zu ölig. Ich finde, sie fühlt sich auch zu leicht an, kann man das so sagen. Also ich mag gerne Lidschatten-Bases, die dann halt auch richtig auf dem Auge drauf sind, die bei mir was richtig abdecken und wo ich einfach merke, dass die ja, so Concealer-mäßig halt irgendwie, ne? Das brauche ich eigentlich. So, den Pinsel mache ich jetzt hier aber am Handtuch noch ein bisschen sauber wieder, weil den brauche ich gleich noch. Als Lidschattenpalette habe ich diese hier, die ganz klassische Zodiac von BH Cosmetics und ja, die wollte ich mir mal wieder gönnen. Das ist eine etwas dunklere Palette und ich versuche einen nicht allzu dunklen Look damit zu schminken. Hab da auch ein bisschen was im Kopf. Ich glaube, ich gehe heute auch mal wieder mehr so in die rosane Richtung. Ich weiß es aber noch nicht und ja. Schauen wir mal. Also mein Sternzeichen wäre hier Gemini. Das wäre Lila und Silber. Da habe ich heute überhaupt keine Lust drauf, denn das ist ja alles andere als frühlingshaft. Eigentlich habe ich mehr so Lust auf Leo, also auf dieses Rosane. Und wir gucken jetzt einfach mal. Zuallererst suche ich hier gerade verzweifelt einen Ton, mit dem ich mein Lid setzen kann. Finde keinen und nehme dann Virgo, also den hier. Das ist so ein Rosa. Ja, du kriegst ordentlich was auf den Pinsel. Muss man ein bisschen abklopfen, ansonsten ist es zu heftig. Und dann, ja, bin ich mutig und sette damit tatsächlich mein komplettes Lid. Uiuiui, der ist aber pinky, hallo. Mit einem Smudger-Pinsel nehme ich mir das Lila von Cancer auf. Klopf den aber ordentlich ab, weil, wow. Also, die Palette da, also, ne? Kickback und Fallout und Tassel nicht gesehen. Ist ein bisschen unhandlich, deswegen nehme ich jetzt auch meinen Handspiegel tatsächlich. Und was möchte ich damit machen? Ich gebe es mir quasi hier so auf. Ja, die Farbe lässt sich auf jeden Fall aufbauen, das muss man auch sagen. Den Ton setze ich mir hier auch mal so hin. Das wird jetzt echt mal ein kunstvoller Look, aber ich wollte sowas auch mal ausprobieren. Ich glaube, das kann man einfach auch mal machen, wenn man irgendwie zu Hause ist, ein bisschen Langeweile und Spaß hat. Eben habe ich mich über mich selber beschwert, dass ich den Highlighter zu fett habe. Und jetzt mache ich mir so einen Augenlook. Manche Dinge muss man im Leben nicht verstehen, oder? Ich hätte gern irgendwie auch so ein mattes Grün gerne in der Palette gehabt. So ein helles, mattes Grün, was man jetzt auch so in die Mitte hätte geben können. Das habe ich jetzt hier nicht. Deswegen nehme ich mit dem Smudger den Rosaton hier nochmal auf. Den nehme ich jetzt als Base-Ton für die Schimmertöne, die ich mir gleich aufgeben werde. Eigentlich besteht Lila ja aus Blau und Rot. Das heißt, es wäre harmonisch, wenn ich hier jetzt irgendwie was Blaues reinmachen würde und als Kontrast hier an den unteren Wimpernkranz was Grünes. So machen wir das. Genau, also gebe ich mir jetzt Cancer. Das ist der einzige blaue Schimmerton. Nehme ich mit dem Smudger-Pinsel auf und guck mal, ob das funktioniert. Den setze ich mir auch mal als Inner Corner Highlight, einfach so als schwunghafte Verbindung. Ja, es wird ein Schuh draus. Jetzt habe ich aber wohl Lust auf das Grün. Ja. Und dann nehme ich so ein Blaugrün und das ist Aries. Das ist dieser Ton hier. Aries ist, glaube ich, Schütze, ne? Und auch hier nach oben hin auslaufen lassen. Was mir persönlich fehlt, ist definitiv noch etwas Helles auf meinem Lid. Und da nehme ich jetzt von meinem persönlichen Sternzeichen von Gemini, jetzt doch dieses Silber. Das versuche ich jetzt erstmal mit dem Smudger-Pinsel auch aufzugeben. Das macht die Sache ein bisschen heller, ne? Ich setze es auch so im inneren Augenwinkel und ziehe das dann so nach oben hin durch. Ich ziehe es einfach durch, Leute. Ihr seht's, ne? Ja, kann man machen. Muss man nicht, kann man aber. So, Fallout, Kickback, was nicht alle, Gefriermüllkram wird eben kurz hier weggewischt. Und dann gebe ich mir den mattgrünen, olivgrünen Ton von Capricorn an die untere Wasserlinie. Ich muss übrigens sagen, in Kombination mit dem Puder, Crease, der hier, wie heißt das? Concealer, überhaupt gar nicht. Das ist schön. Habe ich noch nie zusammen verwendet, glaube ich. Ja, ich habe es übertrieben, es tut mir leid, aber irgendwie finde ich es witzig. Ne? Es hat auf jeden Fall was Besonderes. Ich glaube, hier oben hätte ich weniger Schimmer hinmachen sollen. Aber es ist jetzt nun mal da. Ne? Das ist,
das kannst du jetzt nicht ändern. Die Palette ist halt auch sehr, sehr dunkel und deswegen habe ich mich da mal hinreißen lassen. Fixieren wir nun das ganze Gewusel mit dem Glam Glow Glow Setter. Das ist dieser hier, da sind 110 Milliliter drin und da macht sich tatsächlich auch das... der hohe Preis bezahlt, ne? Weil das ist ein sehr, sehr teures Produkt, aber es ist auch viel drin, es ist wenig Verbrauch, sanfter Sprühnebel, schaut selbst. Also ich merke kaum, dass was auf mein Gesicht kommt, das ist so krass, weil es so dünn ist. Es ist richtig schön süß und angenehm und es fühlt sich einfach auch schön auf der Haut an. Dann gehe ich jetzt nochmal mit dem Schwämmchen einmal kurz drüber. Weil wir jetzt noch nicht eskalativ genug sind, ziehen wir uns natürlich noch einen Eyeliner. Da habe ich hier von Kia T den Stamp and Drag Eyeliner. Der hat auf der einen Seite ein Stempelchen und auf der anderen Seite eine ziemlich dicke Spitze. Und damit werde ich mir jetzt einen Eyeliner ziehen. Aber ich werde auf das Stempelchen verzichten, weil ich finde, dass mein Look ist intensiv genug. Da reicht ein normaler Eyeliner. Jetzt habe ich mich hinreißen lassen und mir doch ein heftiges Vieh gemacht, ne? Aber es passt einfach. Es muss einfach sein. Buh. Ja, es darf auch mal sein, oder? Genau. Jetzt nehmen wir uns eine Mascara. Da habe ich die Bye Bye Panda Eyes von Essence. Die ist schon krass, weil die hat 16 Milliliter drin. Also dementsprechend ziemlich viel Inhalt. Und ja, eigentlich ein relativ unscheinbares Bürstchen, aber sie macht was Schönes. Der Geruch ist übrigens auch vollkommen in Ordnung. Ohne Mascara. Erste Schicht. Zweite Schicht. Dritte Schicht. Die Mascara gefällt mir ganz gut. Also sie ist solide, sie macht keinen Wawa-Wum-Aufschlag, aber sie verklebt nicht die Wimpern, sie macht das alles trotzdem noch aufgefächert und ja, getrennt, ne? Und sie macht Volumen, sie macht auch irgendwie so einen Knick rein und ich finde die auch für den Alltag sehr gut geeignet, aber auch zu so einem Augenlook durchaus kombinierbar. Als nächstes verwende ich einen Lip Liner, das ist der hier von House Laboratories, das ist so ein Oschi-Riesenvieh, also so ein Zauberstab, Gedönsen, ach keine Ahnung, welche Farbe, Müss. Der ist super cremig. Der Lip Liner lässt sich echt toll auftragen und den kannst du theoretisch auch so tragen, einfach mit einem Gloss drüber, aber hey, the bigger the better, Leute. Dann habe ich hier von Sleek, da ist richtig viel drin, Matte Me Metallic, das ist ein Metallic Liquid Lipstick. Und ja, 6 Milliliter haben wir hier drin, das ist auch relativ viel für ein Liquid Lipstick oder Metallic Matte Lip Cream. Wer hätte gedacht, dass es so hier hinführt, oder? Ja, wahrscheinlich ihr wegen dem Thumbnail, aber ich nicht. Kann man theoretisch so dezent auftragen? Oder man baut es sich etwas auf. Es fühlt sich sehr, sehr cremig und butterig tatsächlich auch auf den Lippen an, also wenn man das so aufträgt, aber er trocknet halt auch matt runter, beziehungsweise er trocknet runter und du hast halt diesen leicht metallischen Effekt, was auch irgendwie ganz cool ist. Das hier ist jetzt die Farbe Rusted Rose. Natürlich ist es Rusted Rose. Es sieht auch aus wie eine rostige Rose. Passt auch so eigentlich ganz gut zum Augenlook und macht die Zähne jetzt auch nicht gelb, finde ich. Also ich finde, es geht wirklich klar. Und ja, darüber möchte ich mir aber trotzdem noch einen Lipgloss aufgeben. Und zwar von Fenty Beauty, den Fenty Gloss. Das ist dieser hier. Den habe ich von der lieben Mrs. X bekommen. Das ist die Farbe Fenty Glow Gloss Bomb. Weil ich halt nicht so gerne matte Lippen mag oder trockene Lippen mag, gebe ich mir den einfach so auf mein Zentrum auf. Der riecht toll, der fühlt sich gut an. Und der ist einfach riesig. Ich gebe mir den einfach ganz zart hier drüber. Und ich finde es einfach schöner, wenn es halt so ein glossy Finish hat. Das mag ich einfach. Genau. Ja, wie viel ist denn da drin? 9 Milliliter. Auch wieder ganz schön viel für einen Lipgloss, finde ich. Du kannst übrigens in diesem Video diese wunderschöne Box gewinnen. Und was ist drin? Der Pinsel von Rival Loves Me. Eine Balea Fußmaske. NYX Ultimate Edit. Das ist eine Lidschattenpalette. Die Bodylotion von Giorgio Armani C. Ein orangefarbener Nagellack von Essence. Von Kiehl's eine Handcreme, von Essence ein Highlighter, von M. Asam ein Duschgel, von Evoeye ein Volumenprimer und von Chibo ein Notizbuchset. Alles, was du tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, ist, dass du mir unten in die Kommentare reinschreibst, in welchem Monat du Geburtstag hast. Ja,
Alle weiteren Teilnahmebedingungen stehen in der Infobox. Und ja, das ist jetzt mein fertiger Look zum Thema The Bigger The Better. Und ich finde, dass ich ihn nicht nur mit den Produkten, sondern auch mit der Intensität dieses heftig geilen Lidschattenlooks geflasht habe. Keine Ahnung. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Style-and-Talk-Videos. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Da würde ich mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!